Hi Leute, in dem Video heute geht es darum, wie viel Schlaf man braucht, wozu Entspannung, Ruhe, was braucht der Körper eigentlich. Also, Schlaf ist meiner Meinung nach so ein wichtiges Thema. Beziehungsweise Schlaf ist nicht so das Wichtige. Das Wichtige ist Ausruhen, entspannt sein, locker was machen, locker die Dinge angehen. Und ich habe mal von so einem, ja, einem Video von einem Yogi, Sadhguru heißt der, könnt ihr euch mal anschauen. Sehr gute Videos, von dem schaue ich mir im Moment sehr viel an. Sadhguru und reine Logik, ja, müsst euch mal anschauen. Jeder, der ja, auf Logik steht, schaut euch das an und Dinge schön einfach und klar erklärt haben möchte. Und er sagt auch, er hat in den letzten 20 Jahren, glaube ich, nicht mehr als 3 Stunden die Nacht geschlafen, meist 1 Stunde die Nacht und das war's. In den letzten 10 Jahren hat er gemeint, ist er fauler geworden, der hat an die 4 Stunden immer geschlafen. Genau. Und es ist wirklich so, der Körper braucht Entspannung und möchte abschalten. Schlaf ist nur bedingt notwendig. Zum einen ist Schlaf mal wie eine Werkstatt zu sehen, also ja, stellt euch mal vor, ihr habt ein Auto und es muss 8 Stunden am Tag in die Werkstatt. Oder ihr habt ein Handy und es muss man 8 Stunden am Tag am Akku hängen. Das ist kein, ja, sehr sinnvolles Werkzeug. Genauso ist es mit dem Körper. Normalerweise braucht man nicht viel Schlaf. Außer man ist in einer, ja, Heilungsphase, in einer Entgiftungsphase, dann braucht man viel Schlaf. Und wenn der Körper ständig unter Anspannung ist. Und es ist wirklich so, ich habe das selber bei mir immer bewusster jetzt wahrgenommen, wann ich völlig unter Anspannung bin. Und man kann wirklich alles angespannt machen oder ganz locker, entspannt, in Ruhe. Joachim hat mir auch neulich mal erzählt, also falls ihr Joachim nicht kennt, Differences are Virtue. Genau, so heißt sein Kanal. Könnt ihr mal vorbeischauen, auch sehr interessant. Und hat mir neulich auch mal erzählt, ich weiß nicht mehr in welchem Zusammenhang, auf jeden Fall hat er gemeint, Kinder entspannen auch in der Bewegung. Und so ist es wirklich. Wenn man was locker macht, sich locker bewegt, dann hat man durch Bewegung mehr Energie. So merkwürdig, wie das für manche vielleicht klingen mag, aber es ist wirklich so. Ich kenne das auch. Vor allem von den Inliner-Kursen, wenn ich die gehe, da esse ich frühs manchmal gar nichts. Bin 6 Stunden irgendwie auf Skates bis um 1 Uhr und danach habe ich mehr Energie als vorher, habe noch mehr Bock, mich zu bewegen. Weil ich mich ganz locker bewege und nicht angespannt bin in der Bewegung. Kennt das vielleicht vom Zahnarzt? Wenn du beim Zahnarzt sitzt, sitzt du völlig, bewegst dich gar nicht, bist ja in völliger Ruhe, bewegst deinen Körper keinen Zentimeter, aber bist völlig angespannt. Der ganze Körper ist auf Spannung und ist in Alarmbereitschaft. Und dann hockst du auf dem Stuhl völlig verkrampft, hast nichts gemacht. Und hast einen Haufen Energie verloren. Und das ist eben der Punkt. Bei mir selbst habe ich es eben auch beobachtet, umso bewusster ich den Körper immer wieder entspanne. Und es geht eben durch Achtsamkeit. Die meisten rennen eben auf so einem Automatikmodus, wo keine Bewusstheit da ist, wo jede Handlung einfach nur automatisiert und reagiert gemacht wird. Wo keine Reflexion mehr stattfindet, sage ich jetzt mal so dreist.
Dass das bei vielen so ist, dass es bei wahrscheinlich 99% der Menschen in 90% der Zeit so ist, dass alles einfach nur in einem Automatikmodus gemacht wird. Kein Handgriff wird bewusst gemacht. Das ist übrigens auch das Schöne, wenn ihr mal das Umfeld wechselt, egal welchen Handgriff ihr macht, wenn ihr euch einfach nur den Wasserhahn aufdreht. Im neuen Umfeld. Alles ist anders. Ihr macht jeden Handgriff anders und wieder bewusster. Das ist auch der Vorteil, sich gerade jedem mindestens einmal im Jahr mal rauszukommen aus seiner Situation, mal einen Urlaub zu machen. Man macht alles wieder bewusster. So. Und bei mir war es genauso, wenn ich bewusster die Dinge beobachte, dann merke, wie ich in manchen Situationen in eine Anspannung komme. Und meistens stelle ich das mittlerweile fest, so kann man wieder ganz locker sein. Umso bewusster man wird, umso achtsamer man wird. Und um achtsamer zu werden, gibt es verschiedene Techniken, Methoden, Atemübungen. Oder wie gesagt, die Bücher von Thich Nhat Hanh, die erwähne ich immer wieder, von einem buddhistischen Mönch, ganz einfach in den Alltag integrierbar. Ich habe ein Buch drunter verlinkt. Frieden mit jedem Atemzug zum Beispiel oder ich pflanze ein Lächeln. Das ist, in den Büchern werden wirklich ganz einfache Techniken erwähnt, die jeder in seinen Alltag integrieren kann, auch wenn er arbeitet. Ich habe das damals während der Arbeit im Ingenieurbüro gemacht. Überall Gehmeditation kann man perfekt integrieren oder Glocken der Achtsamkeit. Und dann wird der ganze Alltag wieder zur Meditation. Und das ist eben das, wo ich denke, dass es hingehen soll, dass alles, jede Handbewegung wieder achtsamer begangen wird. Und man kann dann auch wirklich während Bewegung, während man was macht, Energie tanken und es völlig entspannt macht. Du brauchst nicht unbedingt schlafen dann. Du kannst dich auch nur 5 Stunden hinhocken. Ganz entspannt durchatmen oder lockere Bewegungen machen. Der Punkt, warum die meisten Menschen so viel Schlaf brauchen, ist einmal die Ernährung, weil immer wieder der Körper damit beschäftigt ist. Und zum anderen, dass sie nicht entspannt sind. Und der Kopf spielt da auch eine große Rolle. Der Kopf möchte auch mal abschalten. Die meisten lassen ihren Kopf ständig rennen, ständig rennen. Können den gar nicht abschalten, außer im Schlaf. Deshalb ist so viel Schlaf nötig, weil der Kopf ständig rennt, weil die Gedanken ständig kommen, weil man so mit diesen Gedanken identifiziert ist und weil man nicht entspannt ist. Wenn man alle Dinge entspannt macht, braucht man viel weniger Schlaf. Oft ist es auch so, ich schlaf gar nicht, sondern ich liege einfach nur und ruhe. Oder ich sitze und ruhe. Und dann ist es eben auch so, wie gesagt, in Entgiftungsphasen, in Heilungsphasen braucht der Körper, braucht der Geist die Zeit, um das zu verarbeiten, die Ruhe. Die Ruhe, nicht unbedingt den Schlaf. Phasenweise auch den Schlaf. Am Anfang Zeiten, wo ich das noch nicht steuern konnte, Henry hat es auch mal erzählt, auch einen sehr guten Kanal, schaut auch mal rein. Und er hat auch gemeint, er hat einmal 48 oder 40 Stunden irgendwie am Stück geschlafen, wenn da so ein Entgiftungsschub kommt. Ja, und dann ist es halt auch mal so. Aber es geht eben nicht darum, so viel zu schlafen wie möglich. Wie gesagt, stellt euch mal vor, ihr habt ein Auto, das 8 Stunden am Tag in die Werkstatt muss. Oder ein Handy. Das würdet ihr nicht lange benutzen, das würdet ihr wieder zurückgeben nach einem Monat. Eine Fehlkonstruktion. Unser Körper ist auch nicht so ausgelegt. So, wenn man aber jetzt erstmal die ganzen Dinge aufarbeitet, kann es eben auch sein, dass mehr Schlaf nötig ist für diese ganzen Prozesse. Und gerade weil man sonst noch nicht gelernt hat, so gut abzuschalten wie im Schlaf. Deswegen ist es nötig, viel zu schlafen. So. Genau. Aber das war es mal zum Thema Schlaf, Ruhe. Mich würde es interessieren, was ihr so für Erfahrungen damit gemacht habt, ob ihr das auch bestätigen könnt.
Also ich habe das definitiv so erfahren, gerade mit der Bewegung, wenn ich entspannt bin, wenn ich in der Natur bin, wird es immer weniger mit dem Schlaf. Genau. Kommentiert unten, schreibt eure Erfahrungen damit rein. Würde mich interessieren. Ja, oder auch wenn ihr sonstige Tipps und Hinweise habt. Ansonsten wünsche ich euch einen entspannten Tag, lasst den locker angehen, ist man viel produktiver, viel effektiver, hat viel mehr Energie, braucht weniger Schlaf, wird dadurch produktiver. Macht's gut, Leute. Ciao.